Jetzt kommt Pokémon den Türken. Ja, das ist die tollste Begrüßung, die du hattest. Kann man was sehen? Ja, kann man. Ja, heute ist die Begrüßung mal heute ausgefallen, weil das ein Format ist, wo das nicht gemacht wird. Ganz neuen Video auf ein Knack, aber die Pur. Und in diesem Video spielen mein dämlicher fetter Freund oder ein dämlicher Nerd ein bisschen Pokémon Sonne und er zeigt heute seine Shinies, die ihr wahrscheinlich nicht habt. Was, warum bin ich jetzt hier? Ich will in einem Pokémon Center sein, weil Ohana Farm ist für behinderte Kinder. Für dumme Kinder wie der Typ da, der da kommentiert hat. Ja? Ich rede mit dir. Genau. Der ist ziemlich dämlich, der Typ. Das ist so. Der schreibt, nee, der schreibt sogar meinen Namen falsch. Naja. Ich heiße ENES und nicht Eines. Da habe ich ihn mal drauf angesprochen. Das war die Autokorrektur. Kann man was sehen? Ja, Ja, kann man sieht man. was. Okay. Dann fangen wir mal mit was. Was? Ach so. Ich züchte gerade einen Shiny Grammoklis. Also von da, hier sind sie. Fangen wir mal mit meinem ersten Shiny an, den ich hatte. Das ist der Groudon. Und zwar, wie ich den gekriegt habe, das ist ein Getauschter, hab nämlich damals so ein Solgaleo für so einen Groudon abgelegt. Dann wurde es getauscht, da war er so nett und hat mir den gegeben. Gucken wir uns den dann nochmal an. Aus der Hoenn-Region kommt der. Und mit dem Moveset hat ein mutiges Wesen. Bin ich ganz zufrieden damit. Ja. Dann haben wir hier Kyogre. Es Was else? erstmal wegdrücken. Kyogre, das hat so ein richtig gutes Wesen, mäßig, das ist ein sehr gutes Wesen. Also auch gut, dieses Moveset, das ist auch für das mäßige Wesen, und zwar von Tränen, Donner, Eisstrahl und Ursprungswoge. Mit blauen Edelstein, das ist sehr gutes Moveset, weil mit der Urmehrfähigkeit, der er dann abnimmt, und dann von Tränen, wenn er volle HP hat, dann ist von Tränen so übelst stark, also, kann ich mir auch mal Okay. vorstellen. Haben wir hier Rayquaza, den habe ich durch Tausch gekriegt. Habe ich für einen 100er Dialga, meine ich, gekriegt. Ja, das habe ich nicht zu sagen. Hat perfekte DVs. Die anderen natürlich auch. Da haben wir hier Dialga. Nein, ich Idiot. Das passiert mir so oft, diese Ja, Scheiße. ist mir auch schon passiert. Da haben wir hier Dialga von Elisabeth. Kann man das sehen? Ja, Ja, man das sieht ist das. Elisabeth. Das ist. Elisabeth. Der heißt so. Ja, Der sehe ich. weiß ich. Dialga ist ein sehr cooler Legendärer. Muss ich noch auf Level 100 trainieren? Ernstes Wesen. Was macht das? Das verstehe ich irgendwie nicht. Keine Auf Ahnung. jeden Fall ist der Gar Spezial. nichts. Gar. Nee, Solo macht gar nichts. Solo Ja, macht gar Ernst nichts. ist auch anscheinend nicht. Weil da werden keine Wette sind. Okay. Egal. Da haben wir hier. In die Kommentare schreiben, was für ein Wesen Ja, das ist. bitte, bitte. Das Palkia. Ach ja. Sehr cooler Legendäre. Fakt zu Palkia, wenn man seinen Kopf abnimmt, sieht er aus wie ein Schwanz. Ja, ein pinker Schwanz. Und ein Ja. Gott ist auch pink. Ja, ein Aber Gott ist pink. trotzdem, den neuen Look, der gefällt mir eigentlich. Von Palkia. Feuersturm, Dragometeor, Raumschlag und Hydropumpe. Nehmt euch vor ihm in Acht. Von Blake ist der. Der Spezialangriff, der ist fast 400. Das ist ziemlich krass. Scheues Wesen. Mehr Initiative, aber weniger Angriff. Ja. Jetzt kommt mal was sehr Besonderes, und zwar dieses Shiny Keldeo. Habe ich von Shiny Mewtwo für ein sehr schlechtes gekriegt. Ich glaube, der ist ein Ercheateter hier. Ich glaube auch. Ja, der ist Ercheated. Ja, der ist bestimmt ercheat. Der ist Ercheated, ja. Kannst du aber nichts machen. Ich kann nichts machen. Hast du ja gekriegt einfach. Aber ich habe ja gekriegt. Davon habe ich jetzt nicht viel zu sagen. Mache ich gerade auf Level 100, by the way. Haben wir hier Shiny Latios. Dann. Da habe ich nämlich so ein Shiny Psiaugon, war das. Das ist diese Katze. Ja, gelb war die. Mochte ich nicht so. Habe ich einen Wundertausch gekriegt. Der habe ich dann für dieses Latios dann weggegeben. Und bis heute noch nicht trainiert. Jo. Vesprit habe ich wiederum für Durengard getauscht. War eher ein dummerer Tausch. Deswegen züchte ich auch gerade ein neues. Shiny Durengard. Habe bisher 170 Eier ausgebrütet und kein Shiny. Shiny Kyurem, da habe ich einen super Tausch gemacht. Und zwar hatte ich so ein Shiny Latias. Habe ich dann wiederum für das Kyurem getauscht. Und mir wurde erzählt, ja, das war auch mega der geile Tausch. War ich sehr glücklich darum. Habe ich aber auch noch nichts damit angestellt. Also hier nochmal ein Despotar habe ich für einen Brutalanda gekriegt. Für einen Shiny. Brutalanda hat mir sogar Chris getauscht. Ne? Ja, das noch. Okay.
Da haben wir hier Sam. Ich meine Rayquaza noch eins. Würde ich vielleicht wegtauschen, weil das ein schlechtes Rayquaza ist. Also das ist nicht so gut wie dieses hier. Warum habe ich ihm Hackattack zum Tragen gegeben? Sag mal Kacke. Dieses Shiny. Hast du gerade die echt. War das nicht das? Das von Shigeru, das ist gute. Yeah. Warum hast du gerade Hackattack weggenommen? Weil Rayquazas Haupttyp ist Drache. Achso. Ja. Und guck mal hier, wie kacke die einfach Faust sind, Alter. Guck mal hier, ist schön perfekt. Ja. Dieses. Dazu habe ich eine eher kürzere Geschichte wieder. Und zwar. Kennt ihr Somnivora, dieses Embryo-Viech? Ja. Auch habe ich getauscht für so ein Magiana, also Magiana für dieses Embryo-Viech. Dieses Embryo-Viech habe ich dann wiederum dafür getauscht, weil mir wurde erzählt, dass Somnivora so scheiße ist, einfach nur. Ja, okay. Ja. Hier wieder was ziemlich Besonderes, und zwar so ein Shiny Celebi, den zeige ich nie, wenn ich tausche, weil sonst kriegen die so einen Anfall. Epileptischen Anfall, ganz genau. Und ja, so durch. Ja, wenn ich gleich... Das ist bei Volcanion bei dir auch so. Ist mir aufgefallen. Dazu kommen wir noch. Ja, dazu kommen wir auch noch. Ich zeig nicht meine Haut. Dieses Shiny Celebi, davon werde ich mich nie trennen, auf jeden Fall, weil Pink, das ist so schön, und das Normale gefällt mir nicht wirklich. Das ist ja dieses Grüne. Celebi ist nicht der stärkste Legendäre. 7 Schwächen und eine Vierfach. Gegen Flug meine ich. Nee, Käfer. Ach, Käfer? Käfer, ja. Oh. Xerneas, sehr geiler Shiny, finde ich. Für einen Reshiram hatte ich doppelt getauscht. Das ist Xerneas. Darkrai, musste ich noch was Gutes beibringen. Habe ihm bisher Schlummerort, Finsteraura, Ränkeschmied und Eisstrahl. Hatte wieder 2 Shiny Mewtwo's. Habe ich dann weggegeben mit einem Solo-Wesen, was nichts macht. Ja, hätte mir echt ein Scheues gewünscht, aber kann ja auch nichts machen dagegen. Na, wenn mir jemand eine geile Freude machen will, kann er mir das für ein scheues Darkrai tauschen. Und nicht so tolle DVs. Ja. Ja. Knackrack, mit dem Viech habe ich auch, und Auslauf habe ich hier den Kampfbaum sogar geschafft damit. Und zwar mit Schwertanz. Ach, tatsächlich von ihm. Ja, Schwertanz, Erdbeben, Drachenglaue, Delegator. Dieser Typ, der in die Kommentare geschrieben hat, sagt auch, dass es schlecht ist. Das ist nicht schlecht, mein Freund. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das sieht schlecht aus, ist es aber nicht. Der ist übelst gut. Ist ja gut trainiert. Aber leider, glaube ich, aus Löffchen, die macht, glaube ich, auch nur Gehackte meistens. Der ist nicht gehackt, nein. Guck mal. Dachte ich, macht er immer. Nein, macht er nicht immer. Er cheatet manchmal. Hortleiterin. Er cheatet. Ja, manchmal, aber manchmal habe ich echt manchmal cheatet. Manchmal er cheatet er wirklich welche. Am 30.01. Das ist gar nicht mal so lange her. Ja, doch 4 Monate. Palkia mit richtig schlechten DVs. Das war's doch da, wo du ausgerastet bist. Da war ich richtig ausgerastet. Habe ich mir so einen C-Chrom getauscht. Das ist so ein Shiny C-Chrom, das war ein Fehler. Aber den werde ich vielleicht für einen Shiny Mewtwo wieder tauschen, weil ich würde mir sehr gerne eins wünschen. Mein Shiny Giratina, bin ich auch sehr zufrieden. Damit ein naiven Wesen, mehr Spezialangriff und weniger normalen Angriff. Das ist aber ein spezieller Angreifer, wie man hier sieht. Hier. Naiv aus der Sino wurde der von Jotro Johan oder wie es ausgesprochen wird gehandelt. Okay. Was glaubst du, wie viele SRS hat er gebraucht? Also Soft Reset? Keine Ahnung. Brutalanda, das war einer meiner ersten selbsterfarmten Shinies. Cornflakes. Witzige Story, warum habe ich ihn Cornflakes genannt? Ja. Keine Ahnung, warum ich ihm diese Scheiße hier beigebracht habe. Warum habe ich ihm Cornflakes gebracht? Kennt ihr diese Cornflakes, wo so Nutella rauskommt? Kein Placement, Nutella? Nein, kein Nutella-Placement. Diese Cornflakes, wo diese Schokoladenfüllung raufkommt. Ich hatte so Bock auf welche, aber ich war zu faul, nach oben zu gehen. Dann habe ich mich endlich meinen faulen Arsch bewegt, nach oben bewegt. Ich machte den Schrank auf und wisst ihr, was ich gefunden habe? Keine Nutella-Cornflakes. Ich war so enttäuscht deswegen. Ja. Ich hatte so Bock auf sie. Okay. Ja. Und, wofür ich sehr glücklich bin, er hat recht gute DVs. Ja. Shiny Reshiram. Reshiram ist mein Lieblingslegendärer, also es ist ein Muss, dass ich eben Shiny hab. Ja, müssen wir wieder zusammenschneiden. Nicht weil die 10 Minuten voll sind, sondern weil Baum, also einmal ein kurzer Cut. Cut. Shiny Reshiram, Lieblingslegendärer. Hatte eigentlich 2, aber der hat perfekte DVs. Ja.
Deswegen habe ich den anderen weggetauscht, wo das Sanias hier. Der mäßigen Wesen, der nächste. Jetzt kommt ein geiler Schein, und zwar der Kaburiki. Kein Event Kaburiki. Den habe ich gekriegt, ich hatte ein anderes. Wie geht das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist die, kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, Ruinen des Krieges, ist deine Herkunft, muss ich ihm noch auf jeden Fall noch powern und gute Sachen beibringen. Ich hatte einen 100er Shiny Kaburiki für, was habe ich dafür nochmal getauscht? Ich glaube einen legendären Level 100. Ja. Mit einem nicht so guten Wesen, habe ich das dann auf Level 84 mit einem scheuen Wesen gekriegt. Das Scheu ist das perfekte Wesen für Kaburiki. Nidoking habe ich für Zapdos gekriegt, ein Level 70er Zapdos. Auch von Say Hi to YouTube. Oh nein, wir machen Werbung. Oh, warum habe ich das gesagt? Egal. Nein, es hatte Werbung. Ja, Werbung. Schleichwerbung. Also, Giftboden, damit habe ich ein bisschen im Kampfbaum auch mit ihm gekämpft. Ist ganz okay. Hier. Hallo, Alola Volnona. Habe ich einen Shiny Level 50er Glurak gekriegt. Och, der Trottel, Mann. Warum hat er das getauscht? Das Volnona, das ist schon sehr gut Zugabe. Das hilft einem auch, wenn man geparat wird oder so. Man muss der Gegner erstmal so ein paar Runden aussetzen. So, ja. Die Initiative ist auch sehr hoch bei ihm. Dann habe ich hier dieses Shiny Metacross, habe ich wiederum für den Shiny Amphira gekriegt. Das Amphira habe ich für einen C-Com gekriegt, für ein normales. Level 60. Mein allererst selbst erfarmter Shiny. Blacky. Ich liebe ihn. Nee, das war nicht mein erster selbst erfarmter Shiny. Das war auch ein Roxy, aber mit Sturzbach. Ja. Sturzbach ist schlecht. Wandlungskunst ist tausendmal besser. Tausendmal besser. Ich sehe, habe ich auch so ein Ei gekriegt vor einem Monat. Ja. Das war's mit diesem Video von den zwei dummen Kindern. Hm. Oder Shinies mit dem Türken. Mit Shinies mit dem Türken. Oh, und der dumme Typ, der in den Kommentaren geschrieben hat, ich habe Shiny Quajutsu selber erfahren und du nicht. Ja, und jetzt bis Comedy Potalks gleich. Comedy Potalks nehmen wir gleich auch gleich. Ja, also, tschüss.